Eines Nachts startete ich also in die Wärme, immer dem Schnabel nach. Jetzt bin ich zwar nicht faul, aber nach 5 Tagen Flug hatte ich das Herumflattern satt. Wie die Gänse das wochenlang durchhalten, das ist mir echt ein Rätsel. Ich landete also auf einem riesigen Platz, den sich offenbar die Tauben als Treffpunkt auserwählt hatten. Entschuldigung, wo bin ich hier gelandet, verehrte Taube? Venezia Aeroporto, das ist Venedig, die Hauptstadt der Tauben und Hellhörigen, gurrte mir eine hinkende Taube ins Ohr. Wie meinst du das mit dem Hellhörig, wollte ich wissen. Diese Stadt klingt, weißt du, in jeder Kirche, in jedem Hof, an jeder Ecke kannst du Musik hören, so meine ich das. Erwiderte die Taube, drehte sich weg und pickte konzentriert einige Krumen vom Boden auf. Aha, das muss ich überprüfen. Und schon schwebte ich zur nächstbesten Kirche. Das Tor ging auf und ich schnellte hinein in diesen Dom. Im Gleitflug durchkreuzte ich den düsteren Innenraum und nahm zwischen 3 glitzernden Statuen Platz, um mir in Ruhe die ganze Pracht anzusehen. Allerdings war das ein kurzes Vergnügen, denn schon kam ein Falke mit Schiebermütze daher, lautlos wie der Heilige Geist persönlich.